Willkommen Leute zu einem neuen Let's Drink. Heute probieren wir den Rockstar Recovery Energy und Hydration. Hier mit der nur 10 Kalorien Version und wieder Elektrolyte. Ja, hier unten steht Non-Carbonated und Grape. Hier haben wir Rockstar Energy Drink. Und auch hier hinten die NAVA-Tabelle, die in USA natürlich anders aussieht. Also da steht hier Fett 0 Gramm, Sodium, das steht in Deutschland in der NAVA-Tabelle glaube ich nicht mit drin. 110 Milligramm. Ja, dann die Kohlenhydrate 3 Gramm. 3 Gramm Zucker, keine Proteine. Und hier unten haben wir dann Vitamine. Da ist Vitamin B12 viel drin. Die Angaben hier sind auf 240 Milliliter. Das ist ungefähr die Hälfte der Dose. Werden wir auch gleich nochmal sehen, wie viel hier drin ist. Ja, das Pfandzeichen hier wurde draufgeklebt. Die Dose ist natürlich aus USA importiert und in USA gibt es keinen Pfand. Und hier unten in den blau eingerahmten Kästchen steht noch was zum Koffein drin. Also, das Dumme ist bloß, da ist das Pfandzeichen drüber geklebt. Ich gehe mal davon aus, dass die 80 Milligramm der Hälfte sind und gehe mal auf 160 Milligramm davon aus, dass hier so viel drin sind. Das war tatsächlich doch, ich glaube, hier steht es auch 160. Ja, hier unten haben wir dann noch USA-Flagge. Hier hinter steht Amerika. Und hier oben steht Less than 1% Juice. Weniger als 1% Saft. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt dasselbe denkt wie ich, aber naja. Also das Design an sich finde ich ganz geil gemacht. So lila. Und das Tab hier finde ich mit am allergeilsten. Passt absolut zum Design. Lilanes Tab mit zwei Rockstar R drauf. Das sieht richtig, richtig geil aus. So, ihr habt euch jetzt bestimmt gefragt, warum hier ein Messer liegt. Das ist ganz einfach zu erklären. Ich werde diese Dose nicht hier oben aufmachen. Ich werde diese Dose von hier unten aufmachen. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich dieses Tab hier zu geil finde. Und wenn ich den dann in meine Sammlung reinstelle, sieht das dann noch richtig geil aus. Sieht aus, als ob der noch geschlossen wäre. Deswegen werde ich den jetzt von unten aufmachen und wir sehen uns dann gleich wieder. So, ich melde mich zurück. Es gab eine kleine Sauerei. Als ich hier oben das erste Loch reingemacht habe, ist hier viel rausgespritzt. So eine dünne Fontäne, auch mir ins Gesicht. Und ja, aber es ist nur nicht so viel rausgegangen. Also, ihr seht jetzt hier zwei Löcher. Das eine ist für die Luftzufuhr, das andere da, wo es rauskommt. So, allerdings auf die Idee hier mit den Löchern hat mich Energy Drinks Analytics, oder habe ich das jetzt richtig gesprochen? Ja, auf die Idee hat mich Energy Analytics gebracht, den von unten zu öffnen. Und bevor ich das jetzt hier eingieße, kommen wir erstmal zum Geruch. Also ich habe mir noch nie ein Let's Drink von diesem Drink hier angeguckt und gehe hier auch ohne irgendwelches Wissen in dieses Let's Drink, was Geruch oder irgendwas angeht. Deswegen probiere ich jetzt mal, wie der riecht. Der schmeckt riecht auf jeden Fall sehr nach Beere. So ein bisschen nach Waldbeere. Da ist jetzt auf keinen Fall zu vergleichen mit den gelben Lemonade Recovery. Also der riecht intensiv, richtig süß nach Beere. Und würde ich mal sagen, wir kommen mal zum Aussehen von diesem Drink. Also, wir haben hier eine lilane Flüssigkeit. Ja, das ist eigentlich lila, das passt zu diesem Drink. Also hier passt eigentlich bis jetzt alles, vom Design her bis zum Aussehen, zum Geruch, das passt alles überein. Und jetzt muss nur noch der Geschmack überzeugen. Ich bin richtig gespannt, wie der jetzt schmecken wird. Wie gesagt, ich habe absolut keine Ahnung.
Und ich hoffe mal, der schmeckt so, wie er gerochen hat. Weil dann war es richtig genial. Und jetzt sage ich Prost Mahlzeit. Alter. Richtig, richtig genial. Also man schmeckt auf jeden Fall, es gibt einen Geschmack, wenn man den auf der Zunge hat, und es gibt einen eindeutigen Nachgeschmack. Der Nachgeschmack ist auf jeden Fall süßer. Es schmeckt ein klein bisschen anders als riechen tut, aber es schmeckt auf jeden Fall bärisch. Wie Waldbeere oder sowas ist das. Und am Anfang schmeckt es noch ein bisschen wässrig, aber dann so eine Sekunde oder zwei Sekunden später wird es richtig schön süß. Und deswegen ist dieser Trink hier auf jeden Fall zu empfehlen. Wie gesagt, gibt es leider nur in den USA zu kaufen. Ich weiß jetzt nicht, woran es liegt, ob es am Koffeingehalt liegt. Ich rechne jetzt nicht aus, wie viel hier auf 100 Milliliter sind. Aber es sind nicht gerade mehr als in Deutschland, gehe ich mal davon aus. Wegen den 160 Milligramm in der Dose. Ja. Okay, also wie gesagt, auf jeden Fall zu empfehlen. Geiles Design. Jetzt fehlt mir nur noch der Recovery. Fällt mir gerade nicht der Name ein, aber auf jeden Fall gibt es ja noch ein Recovery. Der ist orange-schwarz, wenn mich nicht alles täuscht. Den werde ich mir auch noch bestellen. Und dann bedanke ich mich wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, Freunde.